Hallöchen, liebe Leute, weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. Jetzt kein Dungeon, aber ich muss eben kurz gucken. Wir sind in der Splitterholzmine soweit fertig, ne? Dann, nee, ach genau, wir müssen die Quest annehmen. Genau, das ist jetzt die Geschichte, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir hier ein Szenario haben. Und es gibt einen Vergleichswald. Boah. Den schauen wir uns dann nochmal an. Ich nehme erstmal die Quest an. Seht ihr? Jetzt sind wir erstmal ein Wichtel. Es ist kein Szenario. Ich hätte gedacht, wir kriegen hier irgendwie ein Szenario. Ist aber nicht so gewesen. Warum stürzt die Höhle denn da fast ein? Ja, das ist mir das letzte Mal nicht aufgefallen, dass sie die ganze Zeit was... Ich laufe hier falsch, kann das sein? Ach so, weil der Elfenangriff ist, ja gut. Jetzt müssen wir irgendwie diese Elfen vernichten. So, hier müsste aber der Ausgang sein. Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Können wir jetzt hier einfach raus? Er klimmt die Wachtürme. Ach ja, genau. Wir müssen von da oben runterwerfen. Ich vergaß. Ah, die Belohnung ist nice, die wir da bekommen. Nutzt das verfluchte Erz, um Angreifer zu vernichten. Das ist zu weit entfernt. Oh. Das hat, reingehauen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Feuer das irgendwo einfach mal irgendwo hin. Schwierig zu lenken. Haben wir jetzt gut Elfen getroffen. So, jetzt schicke ich meine hier hin. Oh, da treffen wir nicht viele. Das ist eine Quest, die ist ziemlich, ziemlich glücksabhängig. Und ähnliche Quests habe ich aber auch schon öfter mal gehabt. Auch gerade im späteren Add-on-Verlauf. Diese Quests, wo man irgendwelche Katapulte steuert durch irgendwelche Markierungen. Allerdings war es bei diesen Quests meist so. Dass das Ganze weniger Cooldown hatte. Das ist voll lange Cooldown hier. 15 Sekunden. Und das hat jetzt anscheinend gar nicht funktioniert. Doch jetzt. Schießen wir nochmal hier hin. Hoffen wir, dass wir eines von den Urtümen hier bekommen. Das läuft da genau rein. Müssten wir hinbekommen. Ah, lauf nicht weg. Scheiße. Doch, wir haben es bekommen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch 6 von den Elfen. Schieben wir einfach mal dorthin. Die bewegen sich ja halt auch, ne? Jetzt ist hier wieder kein einziges Viech in der Nähe. Eine einzige getroffen. Warum bewegen die sich eigentlich die ganze Zeit so? Das sind doch Bogenschützen, die müssen doch eigentlich stillstehen. Nochmal dorthin. Jawohl, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und dann gucken wir uns mal den Ring an. Der ist nämlich richtig strong. Der ist richtig, richtig strong. Da kann ich nur hoffen, dass wir mit der Zeit nochmal so einen bekommen werden. Das wäre halt echt schon praktisch. Vielleicht im Laufe der
Questerei nochmal in einen der anderen Questgebiete. Vielleicht auch nochmal in den östlichen. Wir sind jetzt hier gerade auf Kalimdor, aber Kalimdor ist das Questgebiet ja relativ begrenzt. Vor allen Dingen, weil ich letztens ja auch nochmal darüber geredet habe, wo wir überall questen können, aber dabei vergessen habe, dass einige von diesen Questgebieten noch tatsächlich only Allianz sind und wir sind halt jetzt Horde. Da muss ich mal drauf achten, wenn ich was erzähle, dass ich das nicht durcheinander bringe, weil ich halt in meinem Leben hauptsächlich Allianz gespielt habe und gerade so Horde-mäßig questgebietstechnisch gar nicht versiert bin. Habt ihr das gespürt, wie die reine Teufelskraft durch euer Sein brodelt? Das ist mit nichts vergleichbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön, wenn man cancel. Ja. Gucken wir uns den Ring nochmal genauer an. Drei Stärke, vier Ausdauer. Wow. Richtig strong. Richtig strong. Okay. Ein richtig guter Ring. Furor speichern. Möchte aber lieber vier... Das kann ja nicht euer Ernst sein. Drei Ausdauer, drei Crit. Für ein Crit auf drei Ausdauer verzichten. Never ever. Ja, da kannst du mich auch mal kreuzweise hier zur Bannliste, okay. Dieses Add-on, das mir mal vorschreiben möchte, wie ich jetzt irgendwelche Sachen... Ob ich jetzt irgendwelche Sachen anlege oder nicht, das nervt mich. Das nervt mich. Ich weiß allerdings nicht, von welchem Add-on das herrührt. Ich weiß nicht, von welchem Add-on das herrührt. Deswegen kann ich es nicht ausschalten. Ich muss mich damit irgendwie Ewigkeiten beschäftigen. Wie sieht das raus? Ich habe zu viele Add-ons. Ich habe einfach zu viele Add-ons. Ich bin froh, dass ich weniger Lua-Fehlermeldungen habe, aber die habe ich sowieso ausgestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also mir werden die entsprechenden Lua-Fehler-Codes alle gar nicht angezeigt. Und da hinten haben wir direkt noch eine neue Quest bei dem Verwüster. Dabei sollten wir doch jetzt eigentlich die Allianz zurückgeschlagen haben. Mit der Bitte um Entschuldigung. Das könnte mein Ende bedeuten. Vielleicht sind meine Taten nicht so gut durchdacht gewesen, wie sie hätten sein sollen. Die gute Nachricht ist, dass wir einen Angriff zurückgeschlagen haben, der andernfalls den Untergang des Splitterholzpostens zur Folge gehabt hätte. Lasst uns beten, dass Sauerfang es genauso sieht. Ich werde sicherlich nach Orgrimmar gerufen werden, um mich für meine Taten zu rechtfertigen. Bitte, eilt mir voraus und überreicht ihm diesen Brief. Tut, was in eurer Macht steht, um ihn mir gegenüber milde zu stimmen. Okay. Sauerfang war also nicht amused. So, hier sind die Dämonenfürsten. Ich denke, dann werde ich mich jetzt in diese Dämonengegend begeben. Und dort weiter questen. Denn da müssen wir zwei Bosse erledigen. Und ich glaube, gerade auch diese Dämonengegend ist vergleichsweise hart, weil da viele Viecher wirklich hausen. Das müsste der richtige Pfad sein, ja. Also da müssen wir aufpassen. Das könnte sich kritisch entwickeln. Das ist nicht ganz einfach. Ich weiß, dass da immer sehr, sehr viele Viecher unterwegs waren. Und da machst du dann einen falschen Schritt und hast dann direkt 10 Viecher am Hals. Und wie wir auch noch wissen, aus einem der Parts zuvor, folgen die dir Ewigkeiten. Ja, du hast einmal Akku und es dauert Ewigkeiten lang. Bis du dann irgendwann mal die Aggro wieder verlierst. Das ist, ja, nicht schön. Ich versuche hier möglichst Fights noch zu umgehen. Ihr seht auch hier die gepunktete Linie. Das ist die, die wir hier gleich nehmen müssen. Ja, komm. Ich bin außer. Höllenbestien und Teufelswachen, das sind so die absoluten Urviecher, was so Dämonen angeht. Die gab es schon immer. Gerade auch diese Höllenbestien. Genauso natürlich wie die, die Succubus-Dämonen. Ich habe kein Ziel.
Sind natürlich auch alles Viecher, die der Hexenmeister zähmen kann. Beziehungsweise nicht zähmen, der beschwört dann ja eigene Kreaturen, eigene Dämonen. Das war immer früher ganz lustig, die hatten immer früher ganz kuriose Namen. Halt so random, Buchstaben durcheinander gewürfelt. War immer lustig da zuzugucken, wie sich dann diese Namen da ergeben haben. Ich denke übrigens, wenn wir hier fertig sind, können wir auch den Ruhestein dann benutzen. Der Ruhestein führt uns ja direkt zum Splitterholzposten. Haben wir noch eine Zinnader, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Müssen uns gleich auch irgendwie Richtung Westen durchboxen, aber da geht auch ein Pfad Richtung Westen, ne? Also hier den Felsvorsprung hoch. Keine Ahnung, da könnte dann da oben irgendwo sein. Im Gegensatz zu den neueren Gebieten, wo du ja am Anfang auch keine Flugmounts hast, ist es bei den Klassikgebieten doch so, dass die Wege meist einfach zu erkennen sind und man relativ leicht von A nach B kommt. Aber gerade so in den neueren Gebieten ist es ja oft so, dass man da teilweise echt Probleme hat, sich da irgendwelche Wege zu suchen. Ganz einfach aus dem Grund, weil man so hohe Höhenunterschiede hat und einfach das alles so irgendwie... Man hat manchmal das Gefühl, die Maps, die Gebiete sind einzige Labyrinthe. Und es ist klar, es ist easy. Wenn du da erst mit dem Flugmount drüber bist, dann findest du auch leichter von A nach B. Beziehungsweise du kannst sämtliche Hindernisse einfach überfliegen. Ja, ist gar kein Problem. Aber wenn du halt kein Flugmount hast und zu Fuß unterwegs bist, kann das teilweise echt verzweifelt sein. Dann von A nach B zu wollen und ja. Ich brauche ein Ziel. Das ist in den Klassikgebieten irgendwie nicht so krass, finde ich. Finde ich jetzt persönlich, ja. Also ich finde hier jetzt zum Beispiel auch, das ist alles eindeutig durch Pfade erkennbar, aber das ist halt. Fällt mir besonders einfach auch auf, wenn wir mal einfach nach Draenor gucken. Und was war das in Draenor? Genau, die Spitzen von Arrak, fand ich, war so ein Gebiet. Total vergipfelt, verbirgt und absolute Höhenunterschiede. Und wenn man dann gerade hier irgendwie einen Schatz hat oder eine Quest, die irgendwo hier ins Gebirge geführt hat, weil das ja alles eigentlich ein reinstes Gebirge ist, ja, da hattest du einfach massive Probleme. Ich hatte massive Probleme, ohne Flugmount da eben schnell hinzukommen. Das war teilweise so schlimm, dass man sich dann eine Wegbeschreibung aus dem Internet suchen musste, wie man von A nach B kommt. Ja? Und da hat es dir dann auch nichts gebracht, dass dir auf der Map die genaue Questbezeichnung angegeben wurde. Also wo du genau hingehen musst. Wenn nicht bekannt ist, welchen Weg du dafür einschlagen musst, bringt dir das Ganze im Endeffekt gar nichts. Und da bin ich so jemand, der sagt, ich nehme lieber das in Kauf, dass ich mich noch irgendwie nach Himmelsrichtung orientiere und dann selber den entsprechenden Questmob finden muss. Und dass das hier nicht so alles eindeutig markiert ist, das finde ich nämlich eigentlich schon schade. Aber das mit diesen Höhenunterschieden und dass du dann teilweise echt nicht klar die Wege hast und dass es dann ja teilweise massive Felsformationen da im Weg sind, die dich einfach daran hindern, zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Dann denke ich mir so, finde ich nicht so toll. Und gerade auch bei den Spitzen von Arrak gab es auch so ein paar Stellen, da gab es mal ein Gebiet, das war komplett durchlöchert. Da waren also, weiß nicht, wie groß das Gebiet war, schon ein bisschen größer. Und dort gab es einige Höhlen und Tunnels unter dem ganzen Gebiet hindurch. Und dort musste man verschiedene Mobs töten, so Minibosse. Und die waren überall verteilt, teilweise oben, teilweise unten, unterirdisch, oberirdisch. Und da haben sich auch die ganzen Questmarkierungen so massivst in die Irre geführt, dass du im Endeffekt gar nicht genau wusstest, wo ist jetzt das, wo ist jetzt das, wo ist jetzt das. Und da hast du gesucht und bist zu diesem Punkt geflogen, ja, auch selbst wenn du das Flugmount schon hattest, wusstest aber trotzdem nicht, wo du hin musst, weil du natürlich, klar, der Mob war an dieser Position, bei diesen Koordinaten. Aber du wusstest jetzt nicht, ist das unterirdisch? Oberirdisch konnte es nicht sein, weil du ja von oben nicht einfach drauf fliegen konntest. Das heißt, du musstest dann irgendwie erstmal gucken, weil es da so viele Höhlen gab, welche Höhle führt jetzt genau zu dieser Koordinate? Und diese Höhlen hatten teilweise auch noch so versteckte Eingänge. Das ist mein persönlicher Albtraum gewesen. Ich weiß noch ganz genau, das war richtig beschissen. Wo war das denn nochmal auf den Spitzen von Arrak? Ich glaube... Warte, war das? Nee,
Das waren die Spitzen von Arak, oder? Ja. Ich glaube, hier irgendwo. Zedek? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist zu lange her. Werden wir mit Sicherheit irgendwann nochmal hinkommen. Ja, aber liebe Leute, das war... Ich hat mich bisweilen an meine Grenzen der Auslastung gebracht, um es mal nett zu sagen. Also das war nervig. Gut, liebe Leute. Der Mondensturz, hier mache ich einen kurzen Cut. Wir hören uns morgen, wenn ihr wollt, wieder. Und bis dahin macht's immer gut. Ciao.